Hallo, zum Amphibienschutz gehört auch der Biotopschutz. Und ganz besonders müssen wir nach den Teichen und nach den kleinen Tümpeln schauen. Heute bin ich im Kreuzgrund in Heidelberg-Ziegelhausen an einem solchen kleinen Teich, der von der Steinbach mit Wasser gespeist wird. Bei diesem kleinen Teich handelt es sich um einen ehemaligen Forellenweiher, der vom Forst Heidelberg renaturisiert wurde. Nach starken Regenfällen kommt es immer wieder vor, dass Laub, kleine Äste und Schlamm in die Zuführung gespült werden und das Zulaufrohr, das noch im Original besteht, verstopfen. So war es auch heute. Ja, und dann muss man es halt mit händischer Arbeit freimachen. So, das Wasser fließt wieder, einwandfrei, kann man gar nicht sagen. Wenn euch diese kleine Doku gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Habt ihr mehr Fragen zum Naturschutz hier in Heidelberg? Schreibt sie in die Kommentare. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund.